So, sitzt alles? Naja, dann begrüße ich euch jetzt hier zu diesem Rückblick oder auch Ausblickvideo von meinem YouTube-Kanal, bei welchem in diesem Jahr nur 12 Videos erschienen sind tatsächlich. Es hat angefangen mit Schiff Glänzt natürlich mal wieder hier einfach mal ein paar gute Kampfszenen aus diesem Jahr und danach direkt ein Video zu Clash Royale, neuer kleinen Boom Brothers, Top 200 Deutschland und von den Clankriegen sogar Top 50 waren wir sogar. Und dann habe ich ja dann auch letztens jetzt im letzten richtigen Video, habe ich dann ja auch mit Clash Royale weitergemacht, wo ich es mir dann wieder geholt habe. Aber um wieder zurück zur chronologischen Reihenfolge zu kommen, habe ich dann ja auch wieder Brawl Stars, also was heißt wieder, habe ich dann im Mai auch erstmal Brawl Stars gebracht. Und ja, hier, da habe ich auch noch eine nice Battle-Szene gefunden. Hier, guckt sie euch an, Alter. So lustig, kann man sich mal geben. War halt so, ist einfach zufällig. Ich habe mir gedacht, man muss ja nicht immer was Gezieltes haben, kann man ja auch mal irgendeine Brawl Stars-Szene aus 2019 nehmen. Und dann habe ich tatsächlich auch auf einen PC-Game mich fokussiert, und zwar war das Destiny, Jungs. Ja, da kommen wieder die Erinnerungen hoch, Jungs. Destiny, das war das Game. Habe ich drei Displays zugebracht. Zwar noch im selben Monat und dann, ich glaube, im November, ja, im November, aber dann habe ich noch das letzte Display gebracht. Eisenbanner, das war dann PvP Destiny. Aber naja, gut, so Weihnachtsansprache war auch noch da. Habe ich so ein bisschen, das hat ein bisschen überstürzt, aber ich habe mir gedacht, ja, wäre auf jeden Fall angebracht. Und dann schon das, das will ich auch sprechen, Thumbnail, Jungs, mit so also ein paar Games am Weihnachtsbaum. Und dann, wie gesagt, das letzte Video in Clash Royale. Und jetzt schon 2020 wird es dann ungefähr erscheinen. Der Jahresrückblick, obwohl eigentlich müsste ich sogar ein bisschen früher schon veröffentlichen, aber ich habe mir gedacht, ich veröffentliche es um Original 0 Uhr, Jungs, das passt gut. Und dann werde ich gleich noch über die Pläne oder so ein bisschen grob über die Pläne sprechen, die wir für das nächste Jahr haben, mit welche Games, und dass ich nochmal auf meine alten also meine alten Aufnahmen zurückkommen werde und so weiter und so fort. Aber naja, gut, Jungs, dann ja. Führen wir es mal fort. Was gab es noch? Ach ja, genau. Meinem Videoschnitterlebnis, was weiß ich, meinen Gaming-Dokumentationserfahrung, keine Ahnung. Ich bin hier jetzt gerade auf meinem Kanal, ne? So, hier links, mehr gibt es nicht. Hier ist die Standardseite, die hier jeder sieht, wenn man auf meinen Kanal geht. Habe ich irgendwie meine Geschichte hingeschrieben. Ja, ich muss jetzt nicht vorlesen, aber ich meine, vor einigen Jahren, jeder hat mal vor einigen Jahren mit Computerspielen angefangen. Aber ich lasse es einfach mal noch als Beschreibung, weil ich meine, das bringt eigentlich auf den Punkt, und das ist eigentlich ganz lustiger Text als Beschreibung. Und naja, gut, wenn man jetzt hier mal so sieht, das alte Banner von Inu und mein Profilbild, ganz normal, Minecraft, ja, Minecraft habe ich auch schon lange nicht mehr gebracht. Das können wir einfach mal als Ausblick nutzen aufs nächste Jahr, werde ich auf jeden Fall einfach mal wieder Minecraft bringen und auch ein paar mehr Rechnerspiele, Steam-Spiele. Und ich werde versuchen, mal wieder, auch wenn es dann mehr Uncut-Videos sind, mal wieder mehr von meinen COC-Videos hochzuladen. Denn einfach mal, um es euch zu zeigen, leck mal kurz. Auf meine Statistiken, hier haben wir die kurzen Statistiken. 2684 Aufrufe insgesamt. Recht ordentlich, aber ich meine, bei über 100 Videos dürfte das auch schon angemessen sein. Und gut, wenn man jetzt mal aufs YouTube-Studio geht. So, nein. Na ja, gut, kommen wir ein bisschen kurze Videos in der Übersicht, kann man schön sehen. Ich meine, jetzt sind eigentlich schon ordentlich viele, die beiden verkackten Streams in letzter Zeit. Und naja, ja, hier, das ist jetzt nur ein Playlist Thumbnail für die Woche des Playlist. Und ich meine, naja, gut, manchmal habe ich im Thumbnails gehabt, manchmal nicht. Und naja, gut, wir können jetzt ganz tief runtergehen bis zum ersten Video. Das erste Video ist, glaube ich, auch mit das erfolgreichste Video. Hier, wo ich damals mit dem, der viele Namen hat, mit fast das Soria-Packs, King of Course, Mokka hieß er. Wie hieß er noch, Alter? Ja, War Machine, Alter. Scheiße. Nice. So, hier haben wir dann noch irgendwann wo wir das erste Mal mit ihm Minecraft gespielt haben. Da. War Machine. Ah ja. Da Mofa, stimmt, den gab's auch noch. Naja. 100% selbst ausgedacht, nicht geklaut. Ach was, nein. Ich meine, eigentlich finde ich es cool. Nehme ich ihm das auch nicht übel. Warum soll ich es ihm übel nehmen, Alter? Ist ein nicer Name. Ist halt der Darf, ne? Das ist ein Name, Jungs. Das ist mal gut. Sehr lustig. Komm, gehen wir mal kurz dann eben auf die M. Nein. So. Dann machen wir es halt manuell. YouTube Studio. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Zack, da haben wir es. Oh, 6 Aufrufe.
Sind hochgegangen. Scheiße. Ich meine, war auch von 11 Uhr. Aber gut, ja. Habe auch nicht so viel gebracht in den letzten Tagen. Also, es ist leider verständlich. Aber naja, gut, so 76 Abonnenten. 76 Abonnenten. Und wenn wir bei den Abonnenten sind, nächstes Jahr, Jungs, schaffen wir die 100 Abonnenten. Ich habe mal fast von geredet mit 100 Abonnenten Facecam, aber ich weiß nicht, ob Facecam bei mir überhaupt nötig, was heißt nötig, aber was bringen würde, denn ich meine, mein Hintergrund ist einfach komplett für den A. Ich würde mir ganz sicher jetzt hier nicht einen Greenscreen-Aufsteller kaufen. Und ich meine, so viel, also soll ich Facecam ist da nicht so wirklich nötig, denn ich meine, ich kommentiere ja nur und gucke ich noch nicht mal in die Facecam rein, wenn ich rede, weil ich ja meistens auf den Bildschirm gucke. Aber naja, gut, so weg davon zu den Videos und das neue Kanal Analytics, YouTube, das neue YouTube Studio Dashboard, haben die ein bisschen neuer gemacht, bisschen moderner gestaltet, sag ich mal so. Und was ist denn hier los? Ah, ja, das 50-Abo-Special stimmt. Da ist es jetzt endlich hochgeladen worden. Macht, glaube ich, auch ordentlich Aufrufe. Ja, 106 Aufrufe, eieiei. Aber gut, wenn wir jetzt mal vorher gucken. Ich filter einfach mal kurz mal nach was, um mal ein bisschen Übersicht zu bekommen. Oh. Hey, wie das denn? Oh, ja, richtig, ziemlich ordentlich, auf jeden Fall gut angekommen. Ah, nee, ich habe keine Ahnung, was damit monetarisiert werden sollte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte ich einfach nur irgendeine Musik drin, die einfach jemanden gestört hat. So, zack, zack, weg von dem Video. Wir filtern mal nach den Aufrufen. Komm, wir gucken mal, wie viele Videos bei mir unter 10 Aufrufen haben. Das dürfte recht ordentlich sein, eigentlich sogar. Ja, hier die neuen Videos, natürlich das Video hier. Okay. Naja, geht so viele, wie viel sind es? 22, na. Ja gut, Minigame-Vergleiche. Eieiei, was ein unnützes Video. Lustig. Komm, gehen wir mal ein bisschen höher. Einfach mal. Gucken wir mal über 50 Aufrufe. Wie viele Videos haben wir da? Kommen wir da auch mit 22 hin? Oh, nur 16. Leicht traurig, wie einfach dieses Video, obwohl es nur 38,5% Magie-Bewertung habe. Das ist auch mein einziges Video, was unter 50% hat, meine ich, oder? Ja, dürfte so sein. Oder vielleicht noch ein anderes, keine Ahnung. Das war einfach so unnötig mit dem Logo einfach, wie es einfach geleckt hat und einfach eigentlich so ziemlich niemanden juckt, wie ich da einfach so zwei Flugzeuge im 6 Jahre alt oder vielleicht sogar schon 10 Jahre alten Flugzeug abschieße. Aber na gut, so, jetzt zum Interessanten. Wir filtern wieder nach Aufrufen. Und zwar gehen wir diesmal über 100 Aufrufe, so Jungs. Dürften drei. Oh, ich hatte jetzt gedacht, das wären nur drei Videos. Ja, natürlich das erste Video. Züge das neue Gommelabi entdeckt. Nice. Der Luftkampf, was ich auch mich immer noch frage. Oh. Okay. Warum hat dieses COC-Video ohne ein besonderes Thumbnail, ich kann das Wort nicht aussprechen, tut mir sehr leid, 166 Aufrufe? What the heck? Ah. Wow. Naja, gut. Ist vielleicht sogar doch durchaus interessant. gut. Naja. Haben wir Kommentare dazu? Es gibt halt einfach keinen einzigen Kommentar dazu. Scheiße, traurig. Naja, so zu Kanalvideos, so. Dann natürlich noch die Kronkauer-Herausforderung, so ist möglich. Darauf bin ich stolz, dass ich da so ein Erklärvideo gemacht habe. Ach, Link Clash Royale Deck habe ich sogar da reingepackt. Nice. Gut, ja. Wie lange hat es gedauert? 3 Minuten 12? Und ich meine, es war halt, es ist einfach, das Deck ist krank. Das war dieses Deck mit. Ja, wir können meinetwegen, könnten wir den Link kopieren? Ich glaube, das wird einem nicht angezeigt werden, aber wir probieren es einfach. Hey! Jo! Tatsächlich! Ja, das war. Oh, ich hätte jetzt gedacht, dass da der Wut noch drin ist, weil ich meine, ich hatte da mal den Wut noch drin, weil mit Wut ist einfach noch übler. Wenn man meinetwegen, was ich die Lakaien oder weil sie eh viel Elixier kostet und seinen Kronen-K.O.-Rausch nicht so braucht, habe ich mal den Wut drin gehabt, das hat dann einfach noch einen krasseren Push gegeben mit Ballon, Miner, Freeze, dann war der Gegner am Arsch. Du bist am Arsch! Aber das ist jetzt nicht unser Thema sozusagen. Ja, im Prinzip war es auch rückblickend. Wann haben wir es uploaded? Am 16.10.2018. Also wäre es ein Rückblick auf 2018 gewesen. Aber naja, gut. 2K. Ach ja, ich habe es in 2K aufgenommen, wo ich auch sehr stolz drauf war. Video in 2K. Wow. Ob es das überhaupt gibt. Die Kekse. Alter, so lustig, ne? Eieiei, ich habe noch nicht mal ja, da ist wieder das Wort Thumbnail hochgeladen. Nein, gut, ist es nicht speziell für Kinder. Komm, speichern wir. Obwohl, komm, es ist speziell für Kinder. Lustig, die Kekse, Jungs. Kekse und ich. Schrank. Weil ich einen Schrank aufgenommen habe. Ja, 4 Sekunden lang habe ich einen Film Raffer.
Nevo Sapphire benutzt. Ja, klasse. Ich habe keins gemacht. Da muss man ehrlich sagen, ich hatte keins, dann machen wir da auch sowas hin, Mensch. Gut, aber das war auch, das war, fand ich auch ziemlich lustig, dass ich da so ein Video so hochgeladen habe. Aber gut, naja, um dann noch das Speedlink, die Hughes Gaming Maus Unboxing hatten wir noch und bla bla bla. Aber naja, gut, das war mal eine kleine Übersicht über meine Videos und wie es bei mir so auf dem Kanal Dashboard aussieht. Oh, 50%, 3 Marki Bewertung, 3,3. Interessant. Naja, aber gut. Road to 4K, meanwhile schon. Habe ich hier, glaube ich, meanwhile 9K. Ich habe jetzt ja auch 11K in Ballstars, aber. Na gut, am Ende des Videos wollte ich ja. Ach, ich rede aber auch schon so viel Mist hier, ne? Mein Gott. Ah, naja, wenn ihr es euch reinziehen möchtet. Ich meine, ist halt auch ein Jahresrückblick, ist ein einzigartiges Video und von daher denke ich mal, könnte das auch schon angebracht sein. Und dann mache ich noch einen Ausblick. Das ist jetzt sozusagen noch alles Zusammenfassung und ich hätte hier momentan. Auch Vollbild. Naja, gut, so hier fürs krasse Mucke, nice. So, habe ich dann hier. YouTube und hier habe ich dann immer bei Medium habe ich dann YouTube und Games und das sind alles die fertigen gecutteten Videos noch zu machen. Interessant. Das finde ich cool. Da habe ich mir anscheinend mal was vorbereitet. Okay. Ja, Vierer Skywars. Da kommen, gehen wir einfach mal kurz zum kurzen Ausblick schon über. Da habe ich einfach mal so ein paar Skywars-Runden gehabt, die ich schon. Wann waren die? Oh, 2017. Die wollte ich damals schon schnell hochladen. Aber dann nehme ich mir jetzt ein bisschen Zeit für und mache und lade sie dann hoch, wenn ich dafür bereit bin und das dann gecuttet habe. So, und hier bei den Game Media haben wir. Eieiei, haben wir da ordentlich was. Und ich meine, allein wenn man schaut, CR. 410 fucking Elemente, Jungs. Alter, ist das übel. Heieiei, komm, wir gucken einfach mal kurz rein in das letzte Video hier. Hi Leute, und ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, oh, 30 Karten. Was? Das ist nice. Okay, erstmal Silbertruhe öffnen und. Ja, gut, Leute, wir machen jetzt mal einen Fight. Erstmal einen Fight machen, ne? So, Junge Arena. So, ach übrigens, die Playlist zu meinem Chef-Opening werde ich euch jetzt mal für ein paar Sekunden anwenden. Können wir drauf gehen und dann seht ihr, wie ich alles Sehr gut eingeblendet. Na, ich mein, Video ist auch nicht hochgeladen. Oh shit. Na gut, die sind auf jeden Fall Komm, drauf. wir können einmal gucken, ob wir den Kampf gewinnen, Jungs. Oh, stabiles 3-0, Alter. Ja, den Guckt haben wir euch's safe, an Leute. mit diesen Ja, dann können Leveln. wir mal reinballern, dann sind wir safe. Ordentlich. Hey, gutes Ding, mein Och Gott, Freund. habt ihr die alten Sounds Okay, gehört? eigentlich wollte ich nur eine Krone, aber ich Richtig. wollte auch keinen Splitter mehr reinballern. Dann sind wir safe. Hey, gutes Ding, mein Freund. Ui. Ich meine bei den Emotes. Hey lol, achtet mal. Splitter mehr reinballern. Da Dann sind ist wir safe. die Krone. Ja, guckt euch da die Krone. Haha. Das finde ich eigentlich sieht sogar cool aus. Aber naja, lustig. Lustig. Was war mit dem Kleinen damals? THS Hogwider? Lustig und. Oh mein Gott, die Clan-Truhe, Jungs. Scheiße. Ey, öffne ich die dem Video noch? Ja! Jungs, öffnen die Clan-Truhe! Ja, gut. Ja, okay. Scheiße. Glentruhe. Öffnen. 7 Karten. Gut. Oh, viel Gold. Oh, schon wieder von. Oh Mann, ich sehe warum. Oh, wieso so viele selten auf einmal? Aber hier kommt schon das Epische. Eine Epische müssen wir jetzt noch bekommen. Hey, nein! Bekommen wir jetzt hier noch eine Epische, glaube ich. Nee, die Kobold-Armee. Okay, Leute. Kobold-Gang. Ja gut, hier Guck mir jetzt mal dieses Scharfrichter, Bild hier an. okay, Eieiei. aber ja, okay, komm, ich Ich war schon so viel Clan Clash Royale, Alter. Momentan bin ich halt clanlos. Lassen wir das Geschichte sein. Und ich wollte ehrlich gesagt sogar auch in den nächsten, im nächsten Jahr dann einfach mal ein paar Videos auch hier raus hochladen aus den alten. Wie viel Speicher ist es insgesamt? Können wir mal schauen, Eigenschaften, wie viel Gigabyte. Das ist durchaus ordentlich. Na schauen, ich meine, ich habe so viele alte Videos. Warum habe ich die? Weiß nicht, warum ich damals so viele gerekordet habe. Auch Destiny 2, glaube ich, habe ich so richtig viele. Oh, ja. Sehr interessant. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, da muss ich echt mal ein paar Videos von hochladen.
Auch wie viel ich so viel, wie viele Uncuts wieder sich noch habe. Ich habe mir für nächstes Jahr viel vorgenommen. Und ich wollte auch noch im nächsten Jahr mal wieder ein paar Unboxings machen. Ich weiß nicht wozu, aber. Na gut, dann gehen wir wieder zurück zu YouTube, Jungs. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Naja, vielleicht noch das Übliche, dass ich mich dafür bedanke, dass ihr. Naja, ich meine, ich habe in diesem Jahrzehnt ja auch mit YouTube angefangen. Und da ist auch schon ordentlich was zusammengekommen. Ich tue es einfach mal kurz, den Schritt. Und wir nehmen uns das Konto. Wechseln das Konto. Sind wir von meinem Alter. Ahohoho. 11, aber was? Mann, Mann, Mann. Ja, Video hochladen, komm, komm, reicht. Eieiei. Mein Gott. Puh. Komm, wir gehen mal kurz zu den Videos. Oh Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eieiei. Junge, vor allem wie schlecht die Bewertungen halt sind. Oh Mann. Oh Mann. Und die waren, ja, 2015, 2016. Nein, ich habe keine Videos mehr vor 2015. Ist so schade. Nein, ich meine, ich habe in 2016 halt meine E-Mail-Adresse hier erstellt. Juckt auch eh keinen. Komm, wir gucken mal kurz in das alte Intro rein. Gott, hat das Skillex damals noch gemacht. Eieiei. Oh Mann. Was ist das denn? Hashtag 1 Team auch. Ja, das habe ich für ihn hochgeladen, damit er sich das Video holen kann. Oh Mann. Naja, komm. Einfach schnell weg davon. Schnell weg davon. Ganz schnell. Gut, Jungs. Komm. Ich blase es dabei. Freue mich aufs neue Jahr mit euch. Und auf die ganzen geplanten Sachen. Ich wollte im nächsten Jahr zum ersten Mal Assassin's Creed bringen hier. Und auch um League of Legends habe ich mir was gedacht zu vorbereiten und Fortnite, was ich auch am Weihnachtsvideo am Baum hängen hatte und mehr Destiny, also die PC-Games hier. Immer wieder eine Runde Minecraft, also naja gut, aber dann wie gesagt, wollte ich es dann jetzt hierbei belassen und mich bedanken, dass ihr hier zugeschaut habt und ich weiß gar nicht, natürlich kann ich nicht nachschauen, wer hier bei den guten 76 Leuten immer schon dabei war oder wer immer guckt oder und auch für Dank für die ganzen Aufrufe, die auf meinen Videos waren und naja gut, einfach so habe ich das, haben wir gedacht, war auch angebracht gewesen, jetzt von meiner Seite so ein Video hochzuladen und danke an alle, die sich das Video komplett durchgeschaut haben, was ich auch von keinem verlangt hätte, denn ich meine, im Prinzip war es ja nur Gelaber, aber halt angebrachtes Gelaber, sagen wir es mal so. Ja, dann wünsche ich euch, oder nein, ich wünsche es euch nicht, im Prinzip hattet ihr den ja schon. Also hoffe ich, ihr hattet einen guten Rutsch und wir sehen uns mit den beiden neuen Projekten im neuen Jahr. Macht's gut, Jungs, und ciao.